Herzlich willkommen, liebe TMX-Community. Heute das Thema im Wissenspaket Gewichtsdecken. Helfen diese wirklich oder ist es mehr Marketing? Wie der Name schon sagt, was sind denn eigentlich Gewichtsdecken? Ja, Gewichtsdecken sind Decken, die ein höheres Grundgewicht aufweisen, sagt ja eigentlich schon der Name. Aber bei den Gewichtsdecken gilt es doch einiges zu beachten. Grundsätzlich möchte ich euch erstmal erläutern, welche Größen es bei Gewichtsdecken gibt. In Deutschland haben wir ja die Standardmaße 1,35 auf 2 Meter oder 1,55 auf 2,20. Grundsätzlich solltet ihr bei den Decken immer darauf achten, dass diese plus minus 20 cm größer ist als eure eigene Körpergröße. Das heißt, bei meiner Körpergröße von 1,85 Meter sollte ich mindestens eine Zudeckengröße über 2 Meter, also 2,20 Meter wählen. Manche von euch nehmen auch große Zudecken, beispielsweise die Maße 2 Meter auf 2 Meter oder 2 Meter auf 2,20, wenn man beispielsweise mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam schläft. Hier würde ich allerdings gerade bei den Gewichtsdecken zur Vorsicht mahnen, denn es kann natürlich durchaus sein, dass euch die Gewichtsdecke gut tut, aber eurem Partner in dem Fall nicht. Nun, kommen wir zur Wirkungsweise und zu dem Wirkungsprinzip der Gewichtsdecken. Und hier müsst ihr euch einfach vorstellen, dass in diese Gewichtsdecke meistens Glasperlen oder auch Kunststoffperlen bei günstigeren Decken eingewebt werden. Und die sorgen im Endeffekt für einen relativ hohen Druck auf den Körper. Man spricht hier von einem sogenannten tiefen Druck. Und je nach Gewichtsdecke, es gibt ja unterschiedliche Gewichtswelten, wo ihr eintauchen könnt, also 2 Kilo, 5 Kilo, 7 Kilo bis zu 9 Kilo, sorgt dieser Tiefendruck im Endeffekt für eine Aktivierung des parasympathischen Nervensystems. Also dieser Druck sorgt dafür, dass ihr am Ende des Tages etwas runterkommt, dass ihr loslassen könnt. Es fühlt sich praktisch an wie eine Umarmung. Und diese Umarmung gibt Sicherheit. Und wie ihr ja von mir schon wisst, ist dieses Gefühl der Sicherheit, das Gefühl des Loslassens am Abend sehr, sehr wichtig, um auch in die Welt des Schlafens einzutauchen. Nun ist aber dieses Gewicht am Anfang natürlich für viele befremdlich. Also wenn ihr mal so eine Decke testen könnt und ihr legt die drauf und liegt mal eine ganze Nacht drunter, kommt sehr häufig das Feedback, um Gottes Willen, da kann ich nicht drauf schlafen. Wir kommen später dazu, was es bei der Eingewöhnung solcher Gewichtsdecken auf sich hat und was ihr beachten solltet. Aber schauen wir uns erstmal die Qualitätsmerkmale einer solchen Zudecke an. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass es mal zunächst sehr wichtig ist, zu erfahren, wie entsteht denn das Gewicht an solchen Decken. Ich hatte vorher erwähnt, die hochwertigste Version ist, man verwendet kleine Glasperlen. Die werden zum Beispiel auch manchmal in sogenannten Stillkissen verwendet. Aber Glasperlen sind immer die hochwertige Alternative. Kunststoffperlen oder andere Materialien sind nicht so hochwertig und würde ich auch grundsätzlich nicht empfehlen. Wichtig ist auch, wie diese Glasperlen in dieser Decke eingearbeitet werden. Hier achtet ihr einfach darauf, dass ihr möglichst kleine Kassetten habt, dass dementsprechend diese Glasperlen in der Nutzung nicht nach links und nach rechts dementsprechend sich verrutschen. Last but not least ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch die Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien. Achtet hier bitte darauf, immer Baumwollbezüge zu verwenden oder Baumwollmischgewebe. Keine reinen Kunststoffgewebe wie zum Beispiel Polyester. All das sorgt immer am Ende des Tages für ein Problem mit der Wärmeentwicklung, mit dem Schwitzen und führt nachher immer zu unangenehmen Überraschungen am nächsten Morgen. Wenn ihr euch entschieden habt, eine solche Gewichtsdecke anzuschaffen, dann achtet zunächst einmal darauf, dass ihr auch immer die Decke bei Nichtgefallen zurücksenden könnt. Es gibt viele Hersteller auf dem deutschen Markt und die meisten bieten auch immer eine Rückgabemöglichkeit an. Wenn ihr die Decke erhaltet, dann achtet darauf, dass ihr euch langsam daran gewöhnt. Ich empfehle meistens, diese Decke zunächst einmal ein paar Tage abends auf dem Sofa mitzunutzen, vielleicht mal bei einem Powernap am Nachmittag einzusetzen und dann peu à peu in die abendliche Routine bis ins Bett rein dann sich anzugewöhnen. Diese temporäre Nutzung hat einfach den Vorteil, dass dieses doch relativ hohe Gewicht, und das werdet ihr dann auch erfahren, wenn ihr mal drunter liegt, sich nicht so schnell am Anfang durchschlägt. Die meisten nutzen oder die meisten machen den Fehler, dass sie eine Gewichtsdecke gleich mit ins Bett nehmen, drunter schlafen und dann in der Nacht relativ fragmentiert schlafen, aufwachen und die Bettdecke dann aus dem Bett rauswerfen. Das ist dann immer ein sehr, sehr blödes Gefühl. Also langsames Gewöhnen, temporäre Nutzung und immer einen Hersteller mit Rückgaberecht wählen.
Dann achtet ihr auf die Bezüge, also die Gewichtsdecke muss ja in eine Bettwäsche eingepackt werden. Wenn ihr eure normale Bettwäsche verwendet, ist es meistens nicht so günstig. Warum? Die Decke ist relativ schwer. Wenn ich dann die Decke in die Bettwäsche einpacke, dann neigt die natürlich dazu, auch zu rutschen. Das bedeutet, wenn ihr euch abends im Bett bewegt, zwar etwas weniger durch das höhere Gewicht, aber nichtsdestotrotz rutscht die Decke dann im Bezug. Und das ist meistens sehr ärgerlich. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bestellt euch gleich eine Bettwäsche mit der Decke dazu. Das bieten die meisten Anbieter auch mit an. Oder alternativ, ihr näht in eure Bettwäschen kleine Haken rein und dann könnt ihr dementsprechend die Bettdecke an der Bettwäsche mit kleinen Knoten befestigen. Die meisten Deckenhersteller haben dementsprechend solche Vorrichtungen vorgesehen. Last but not least bei diesem ganzen Thema, und das werde ich auch immer sehr häufig gefragt, ist die Möglichkeit der Nutzung für Kinder. Auch Kinder haben ja sehr häufig, wenn sie abends ins Bett gehen, Ängste oder sind auch sehr, sehr unruhig. Gerade Kleinkinder, ich rede jetzt nicht von Säuglingen, also alles, was so ein bisschen 3 Jahre bis 7, 8 Jahre ist. Und da können durchaus auch Gewichtsdecken sehr, sehr gute Ergebnisse bringen. Die haben natürlich deutlich weniger Gewicht als die Erwachsenenmodelle, aber es kann für das Kind sehr, sehr beruhigend wirken, wenn die Decke etwas mehr Gewicht hat und dementsprechend wirkt es dann auch wie die elterliche Umarmung, wie so ein geschützter Case. Auch da würde ich immer wieder dazu raten, es zunächst einmal auszuprobieren, die Kinder langsam daran zu gewöhnen, aber das Feedback aus dem Markt ist in der Regel immer sehr, sehr gut, was so etwas betrifft. Und wenn die Kinder sich spielerisch dran gewöhnen, kann es ein echter Gamechanger auch für die Kids sein. In dem Falle hoffe ich, dass ich für euch einen kleinen Einblick in die Welt der Gewichtsdecken geben konnte. Falls ihr Fragen habt, dürft ihr immer gerne regelmäßig mich anschreiben oder die Kollegen hier von TMX. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Wissenspaket und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.